Kapitel 4 Majestätischer Reichtum oder liebliche Süße. Srila Gurudeva. Nun beginnen wir mit dem zweiten Mondstrahl der Erhellung des Raghavartma Chandrika. Hier bringt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Bedenken zum Ausdruck. Manchmal mag man denken, Krishna ist immer in freudvollen Vilas, amorösen göttlichen Lila, mit den Gopis vertieft, tanzt mit ihnen im Rasa Lila und erfreut sich auf vielfache Weise mit ihnen. Er vergisst alles andere um sich herum, sein Zuhause und all seine Pflichten. Er ist so darin vertieft, dass ihm keine Gefahren bewusst sind und er auch nicht merkt, ob Feinde angreifen. Er kennt keine Ängste und keine Sorgen. Er weiß nicht, was Niederlage oder Gewinn ist. Er ist einfach in seine liebevollen Lilas mit den Gopis versunken. Er ist ganz darin vertieft, die Gopis zu erfreuen, und die Gopis denken immerzu: Wie nur können wir Krishna glücklich machen? Dann mag man sich fragen, wenn Krishna alles andere außer der Liebe der Gopis vergisst, wer wird dann die Gebete seiner Raghunuga-Bhaktas hören? Wer wird ihnen beistehen, sie segnen und ihnen helfen, ihre erhofften Ziele zu erlangen? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass einige Personen dazu meinen, es wäre die Teilerweiterung Krishnas als Paramatma, der die Gebete der Raghunuga-Bhaktas höre. Denn der Herr weilt in dieser Form als Zeuge im Herzen jeder Seele. Er sagt, dass kein Raghunuga-Bhakta mit Paramatma zufrieden sein wird. Denn Paramatma nimmt die Stimmungen der Raghunuga-Bhaktas nicht wahr. Der Paramatma-Aspekt genügt ihnen nicht. Tamal Krishna Maharaj. Warum reicht Paramatma nicht aus? Srila Gurudeva. Er ist nicht rasig. Erfahren im Kosten transzendentaler Geschmäcker oder Rasas. Er ist der Zeuge aller Handlungen der Jivas und er gibt ihnen die Früchte ihres Karmas. Er ist durch diese Pflichten gebunden. Die Raghunuga-Bhaktas sind nicht einmal mit Narayan zufrieden, ganz zu schweigen von Paramatma. Sie werden nicht einmal mit Ramachandra und Tvaragadisha zufrieden sein, ganz abgesehen also von ihren Teilerweiterungen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass Sri Krishna Vajendra Nandana Shyamasundara Gopikanta direkt hinhören wird. Aber wie? Er ist versunken in der Verzauberung der Liebe der Gopis und vergisst alles andere um sich herum. Wie vermag er dann zuzuhören? Die Antwort liegt in der Tatsache, dass Krishna zwei besondere Eigenschaften besitzt: Sarva-Gyata, Allwissenheit, und Muktata, Nichtwissen oder Verwirrung. Mukta bedeutet, dass sein Wesen durch die Kraft von Sri Krishnas Prema wie ein unschuldiges und unwissendes Kind wird. Als Krishna zum Beispiel in Dwaraka war, rief er nach Uddhava und sagte ihm, dass es zwei ganz wichtige Aufgaben zu erledigen gäbe. Die eine war, Charasandha zu töten, und die andere, die Einladung der Pandavas zum Rajasuya Yagya anzunehmen. Er fragte Uddhava: Beide sind gleich wichtig. Was soll ich tun? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, wenn Krishna einfach nur Sarvagya, allwissend wäre und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kenne, warum würde er dann Uddhavas Rat suchen? Wir könnten annehmen, er habe vielleicht nur vorgetäuscht, unwissend zu sein. Doch wenn wir die Umstände betrachten, sehen wir, dass er nicht vorgetäuscht hat.
Tamal Krishna Maharaj. Es war wirklich eine sehr ernstzunehmende, tiefgreifende Angelegenheit. Srila Gurudeva. Uddhava antwortete: Du riefst nach mir und fragtest mich genauso wie eine gewöhnliche, herzensgute Person. O Uddhava, was ist nun meine Aufgabe in dieser Situation? Obwohl du voller unbegrenzten ewigen Wissen bist, welches ungeteilt und unbeeinflusst von Zeit und Raum existiert, fragst du mich dennoch so, wie ein unschuldige Person jemand anderes in einer schwierigen Lage um Rat bittet. In der Haltung, Krishna zu dienen, fuhr Uddhava fort: Mein lieber Herr, ich glaube, es ist das Beste für dich, wenn du sofort König Yudhishthira in seinen großen Vorhaben unterstützt. Zur gleichen Zeit ist es deine Pflicht, den dir hingegebenen Seelen Schutz zu gewähren. Beiden Zielen kann gedient sein, wenn wir die Gesamtsituation betrachten. Bevor nicht alle Könige besiegt sind, kann das Rajasuja-Opfer nicht ausgeführt werden. Mit anderen Worten, König Yudhishthira kann dieses große Yajna nicht ausüben, ohne König Charadasanda unterworfen zu haben. Wir müssen erst Charasanda töten und dann wird allen anderen Vorhaben gedient sein. Krishna wertschätzte Uddhavas Lösung sehr und antwortete: Uddhava, du bist einfach hochintelligent. Ich werde so handeln, wie du es mir empfohlen hast. Ein anderes Beispiel für Krishnas Muktata ist: Königin Kunti Devi betete zu Krishna: Ich erinnere mich an das Lila, wie Mutter Yashoda dich an den Mörser binden möchte. Du weintest bitterlich, und dieses Weinen war nicht vorgetäuscht. Darüber bin ich so erstaunt. Die Angst in Person fürchtet sich vor dir, doch du fürchtest dich vor dem Stock in Mutter Yashodas Hand. Das nennt sich Muktata, Ahnungslosigkeit. Genauso wie ein sehr unschuldiges Kind nichts weiß, wenn jemand von der materiellen Maya Krishnas überwältigt wird, identifiziert sich diese Person aufgrund der illusionierenden Energie über viele Geburten hindurch nur mit dem gerade erfahrenen Glück und Leid. Dieses Glück und Leid sind im Aufgabenbereich von Maya, das heißt dem Vergessenwollen von Krishna. Sind nun Krishnas Muktata und Sarvajata ebenso die Früchte dieser Maya? Nein, Krishna ist nicht unter dem Einfluss der Brahma Maya oder selbst der Balaram Maya. Vielmehr ist Krishnas Verwirrung das Ergebnis seiner Prema, seiner Bhakta Vatsalya, seinem Wunsch, seine Devotis zu erfreuen. Er liebt seine Devotis so sehr, dass er in ihrer Gemeinschaft wie verzaubert ist und alles andere vergisst. Seine Muktata entsteht unter dem Einfluss von Prema. Tamal Krishna Maharaj. Es geschieht nicht durch Yoga Maya, durch Prema, Srila Gurudeva. Ja, durch Prema. Und diese Prema ist Yoga Maya. Yoga Maya ist nichts anderes als die Personifizierung von Krishnas Prema. Es gibt so viele Funktionen dieser Prema, wie Yoga Maya, Atma Maya, die innere Kraft, Srimati Radhika und Ladini Shakti, die Freudenenergie. Durch Prema wird Krishna Sarvajna und Mukta zur gleichen Zeit, während er mit den Gopis den Rasa-Lila tanzt und andere liebevolle Spiele erlebt und gleichzeitig ein Raganuga-Bhakta in dieser Welt zu ihm und den Gopis betet, wird er die Wünsche dieses Devotis erfüllen. Für diesen Raganuga-Bhakta hört er alles. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt,
wie wichtig es ist, die Bedeutung von Aishwarya und Madhurya zu kennen. Was ist also Aishwarya? Giriraj Maharaj. Aishwarya bedeutet großer Reichtum, Fülle oder majestätische Verehrung. Tamal Krishna Maharaj. Es ist der majestätische Aspekt des Herrn in Dwaraka, Mathura und Narayanas Vaikuntha. Es ist die Verehrung mit Achtung und Ehrfurcht. Srila Gurudeva. Und was ist Madhurya? Tamal Krishna Maharaj. Die liebliche Süße, welche die majestätische Hochachtung überwältigt. Es ist die Süße der Spiele des Herrn. Srila Gurudeva. Diese Antwort ist nicht ausreichend. Süße allein ist noch keine Madhurya. Wir kosten viele süße Dinge, aber das ist noch keine Madhurya. Wir kosten etwas Ähnliches in den Familienbeziehungen und ein Teenager mag auch verliebte Süße erfahren, doch das ist nicht Madhurya. Im Hintergrund muss Aishwarya oder Fülle sein. Ohne Aishwarya als Grundlage kann es keine Madhurya geben. Kennt ihr die Bedeutung von Maha Aishwarya? Aishwarya heißt Fülle, also bedeutet Maha Aishwarya große Fülle. Ob es nun eine Zurschaustellung großer Fülle gibt oder nicht, wenn Sri Krishnas göttliche Spiele als Naralila erfahren werden, sind sie Madhurya. Kennt ihr die Bedeutung von Naralila? Burijandas, menschenähnliche Spiele. Srila Gurudeva. Ob nun Maha Aishwarya dabei ist oder nicht, wenn Krishnas Spiele als Naralila erfahren werden, ist es Madhurya. Und andererseits, wenn Krishna durch den Einfluss von Maha Aishwarya weiß, dass er Gott ist und sein Bhakta dies auch weiß, dann nennt sich dies Aishwarya Lila. Siehe Anhang 1. Wir kennen das Beispiel, als Krishna und Arjuna in der Schlacht von Kurukshetra kurz vor dem Kampf standen. Als Arjuna Krishnas universale Form sah, sagte er zu ihm: Dann, Bhagavad Gita 11.41 bis 42. Ich habe dich als meinen Freund betrachtet und dich unbesonnenerweise mit O Krishna, O Yadava, O mein Freund angesprochen, ohne deine Herrlichkeiten zu kennen. Bitte vergib mir, denn dies geschah nur aus meiner Liebe oder Verrücktheit. Ich war dir gegenüber oftmals respektlos, machte Scherze, während wir entspannt auf dem gleichen Bett lagen, und zusammen mit anderen Freunden oder auch alleine aßen oder saßen. O Unfehlbarer, bitte verzeih mir all diese Vergehen. Das ist Aishwarya Lila. Denn Krishna war in der Stimmung, ich bin Gott, und er zeigte Arjuna seine universale Form. Als Arjuna diese Gestalt sah, ließ ihn dies seine freundschaftlichen Gefühle vergessen. Auch als Krishna mit Baladeva zu Devaki und Vasudeva gingen, nachdem sie Kamsa getötet hatten, begannen Devaki und Vasudeva Krishna mit vielen ehrfürchtigen Gebeten zu verehren. In dieser Situation war Krishna ebenfalls in Aishwarya Bhav, der Stimmung seines Gottseins. Er betrachtete sich selbst als Gott, und sie waren sich auch darüber bewusst, dass er Gott ist. Die Vrijvasis dagegen betrachteten ihn nie als Gott. Er hob den Govardhan-Hügel und hielt ihn auf dem kleinen Finger seiner linken Hand für 7 Tage hoch. Dann kam Indra und vollzog eine besondere Badezeremonie, eine sogenannte Abhishek, mit vielen kostbaren heiligen Zutaten. Danach versammelten sich die ältesten Gopas und besprachen untereinander: Lasst uns Yashoda Mai
und Nanda Maharaj rufen: Wir haben Ihnen eine Mitteilung zu machen. Bitte denkt nicht mehr, dass Krishna einfach nur euer Sohn ist. Nennt ihn nie wieder einen Dieb, einen Lügner oder gibt ihm keine anderen Schimpfnamen mehr. Denn dies ist sicherlich ein Vergehen. Sie rieten Nanda Maharaj und Yashoda Mai, doch zu verstehen, dass Krishna wahrscheinlich ein Halbgott sei oder vielleicht sogar Narayan selbst. Denn das hätten sie auch schon einmal von dem weisen Galga Rishi gehört. Yashoda dachte niemals, dass Krishna Gott wäre. Sie war einfach so erfreut darüber, dass ihr Sohn den Govardhan-Hügel für 7 Tage gehalten hatte und dachte: Alle preisen und loben meinen Sohn. Und ihr Mutterherz erfüllte sich mit großem Stolz. Wenn eine Mutter etwas Gutes über ihre Kinder hört, wird sie so glücklich. Obwohl Yashoda wusste, dass das Tragen des Govardhan-Hügels kein gewöhnliches Menschenwerk war, fühlte und dachte sie immer nur: Krishna ist einfach mein Kind, mein Sohn. Das ist Madhurya. Uddhava kam nach Vrindavan, um die Gopis in ihrer Trennungsstimmung von Krishna zu trösten, nachdem er nach Mathura gegangen war. Dort hörte er zufällig, wie die Gopis unter sich über Krishna sprachen und sich beschwerten. Wir haben von Purnamasi und Galga Rishi gehört, dass Krishna Ishvara Bhagavan ist. Und zwar war er nicht nur in diesem Leben Gott, sondern auch bereits im vergangenen Leben, als er Ramachandra war. Doch wir wissen, dass er sich selbst als Ramachandra unmoralisch und falsch verhielt und dass er unter der Kontrolle von Sita Devi stand. Auf diese Weise war ihnen durch Purnamasi und Garga Rishi zu Ohren gekommen, dass Krishna Gott sei. Doch persönlich betrachteten sie ihn niemals so. Das ist die Natur ihrer Ishvara Bhav. Sie sagten ihm: O, komm her, der roten Farbe meiner Füße, dekorative Bemalung, ist verblichen und du solltest sie neu aufmalen. Sie befahlen ihn, viele Dienste für sie zu verrichten, und sie wurden manchmal auch wütend auf ihn. Wenn sie wirklich über Krishnas Gottsein bewusst gewesen wären, wie hätten sie auf ihn wütend werden können? Tatsächlich betrachteten die Gopis ihn immer nur als ihren Geliebten und verhielten sich ihm gegenüber auch so. In ihrer Version von Ishvara Bhav kennen sie nichts außer der Vorstellung, dass er ihr Geliebter ist. Das ist Madhurya Bhav. Wenn Krishna also weiß, dass er Ishvara ist und sein Bhakta das ebenso weiß, dann ist dieses Lila in Aishwarya Bhav. Wenn andererseits beide, er und seine Gefährten, dies vergessen, oder selbst wenn seine Gefährten nur eine vage Idee davon haben, dass er Gott sein könnte, denken sie dennoch immer nur an ihn als ihren Geliebten und verhalten sich ihm gegenüber auch nur so. Das ist Madhurya Bhav. In Vraj ist Krishna immer in Vraj Bhav. Er ist immer überwältigt von Prema, das heißt von Yoga Maya, seiner inneren Wunschkraft. Alles in Vrindavan findet unter dem Einfluss dieser Prema statt. Es spricht nicht gegen die Siddhanta zu sagen, dass Krishna von dieser Prema überwältigt wird. Denn Prema und Krishna sind dieselbe Wahrheit, Sat Chit Anandamay, und bestehen aus ewigem Sein, unbegrenztem Wissen und unergründlicher tiefer Freude. Diese Prema ist das ureigenste Wesen von Krishna. Tamal Krishna Maharaj: Können wir sagen, dass Prema die Shakti, innere Kraft von Krishna ist oder nicht? Srila Gurudeva: Das können wir sagen.
Krishna selbst ist bekannt als Raso-Vai-Sa, das Behältnis aller göttlichen Geschmäcker. Rasa ist Prema, Prema ist Krishna und Krishna ist Prema. Und zur gleichen Zeit ist Prema die Shakti von Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass Sri Krishna zur Zeit des Rasa-Lila Sarvakya allwissend ist. Er wusste, alle Gopis lieben mich und möchten mit mir tanzen. Und weil er dies wusste, erweiterte er sich in unbegrenzte Krishnas. Andererseits wurde er wiederum von ihrer Liebe überwältigt und tat, was immer sie sich wünschten. So wurde er von ihnen kontrolliert und war damit auch Mukta, seiner Aishwarya nicht bewusst. Beide Eigenschaften wirken also zur gleichen Zeit in ihm. Wie ist das möglich? Es geschieht aufgrund dem Einfluss seiner Achintya Shakti, der Kraft, welche das Unmögliche möglich macht. Das ist jenseits aller weltlichen Logik. Srila Vishwanath Thakur erklärt dann, dass ein Devotee, der Narayan, Rama oder irgendeine andere Teilerweiterung Krishnas in Vaidhi Bhakti verehrt, nach Vaikuntha gehen wird, wenn er die Vollkommenheit erreicht hat. Tamal Krishna Maharaj. Und wie ist es mit Rukmini Dwarakadisha? Srila Gurudeva. Das erkläre ich hinterher separat. Wenn jemand Vaidhi Bhakti praktiziert und Themen bespricht, die Vaikuntha betreffen, wird er, nachdem er die Vollkommenheit Vastu Siddhi erlangt hat, nach Vaikuntha gehen. Diejenigen, die keine heilige Begierde besitzen, aber Radha und Krishna dienen möchten und sie nach den Regulierungen von Vaidhi Bhakti verehren, wohin gehen denn sie zum Zeitpunkt ihrer Vervollkommnung hin? Burijandas, ohne Begierde. Srila Gurudeva, keine Begierde, sie verehren in Vaidhi Bhakti. Tamal Krishna Maharaj, nach Dwaraka. Srila Gurudeva, warum Dwaraka? Da ist keine Beziehung mit Dwaraka in diesem Fall. Tamal Krishna Maharaj, sie verehren Radha und Krishna. Srila Gurudev, sie wollen Radha und Krishna. Tamal Krishna Maharaj, sie haben aber keine heilige Begierde. Srila Gurudeva, keine Begierde. Und in Vaidhi Bhakti? In diesem Fall werden sie nach Goloka gehen. Sie wissen nichts über Parakya, Krishnas romantische Liebe mit Radhika und den Gopis. Sie kennen nur Svakya, die Vorstellung, dass Sri Sri Radha Krishna ein verheiratetes Ehepaar sind. Das ist Svakya in Goloka. Der Planet Goloka ist sehr groß und besteht aus vielen Prakostas, verschiedenen Bereichen. Wenn man also Radha Krishna durch Vaidhi Bhakti verehrt und keine heilige Begierde hat, Tamal Krishna Maharaj, geht man nach Goloka. Srila Gurudeva. In Goloka finden wir Aishwarya-Gyan, das Wissen über Krishnas Gottsein und Svakya Bhav, die Stimmung, Radha Krishna als verheiratetes Ehepaar zu betrachten. Die verehrenswürdigen Gottheiten dort sind Radha und Krishna. Es gibt dort jegliche Form von Aishwarya, fast wie die von Narayan. Doch Krishna ist dort in Goloka nicht als Narayan manifestiert. Tamal Krishna Maharaj. Ich las die Garga Samhita, die das beschreibt. Srila Gurudeva. Die 24 bekanntesten Formen von Narayan sowie all seine anderen Gestalten residieren ewiglich im unteren Bereich von Vaikuntha. Höher als dieser Bereich ist Ramaloka und wiederum höher ist Krishnaloka. Krishnaloka beginnt von Goloka, in dem es wiederum vielerlei Bereiche gibt. Goloka, Dwaraka, Mathura und dann Vraj. Im unteren Bereich von Goloka
existiert nur Swakya Bhav, verbunden mit Aishwarya Gyan, ohne jegliche Sehnsucht nach Vraj Bhav. Tamal Krishna Maharaj. Krishna zeigte den Einwohnern von Vrindavan am Akrura Ghat, dem Ort, an dem Akrura ein Bad nahm, als er Krishna und Balaram nach Mathura brachte, eine Vision von Goloka, Srila Gurudeva. Ja, aber sie sahen nur Goloka, nicht Vraj, nicht Vrindavan. Tamal Krishna Maharaj. Sie sahen dieses Goloka, Srila Gurudeva. Dieses Goloka, Burijandas. Krishna zeigte Akrura Vaikuntha, Srila Gurudeva. In diesem Zusammenhang bezieht sich das Wort Vaikuntha auf Goloka. Er zeigte den Vrijvasis auch dieses gleiche Goloka, nicht Vraj, nur Goloka. Krishna und seine Gefährten wie Radhika und Yashoda waren dort in Goloka in ihren eigenen Gestalten, aber sie waren nicht in Vraj Bhav. Als nächstes nehmen wir einmal an, jemand verehrt Radha und Krishna in Vaidhi Bhakti, nicht in Raga Marg und nicht unter der Anleitung eines Rasik Vaishnava und hat aber gleichzeitig Loba. Dieser Devoti wird nach Dwarak gehen. Anmerkung: Das Priyat Bhagavatamrita beschreibt, wie Gopa Kumar viele Orte besuchte, bevor er Goloka Vrindavan erreichte, sogar Dwaraka. Er hatte heilige Begierde, doch weil er nicht ausreichend Rasik-Gemeinschaft hatte, konnte er seine Reise nach Goloka Vrindavan nicht so schnell beenden. Warum wird er dorthin gehen? Weil Radhika sich in Dwarak als Satyabhama manifestiert und Chandravali manifestiert sich als Rukmini. Weil dort Aishwarya Gyan, das Wissen und Krishnas Gottsein, präsent ist. Wenn Radha und Chandravali als Satyabhama und Rukmini gegenwärtig sind, ist Krishna dort in seiner Manifestation als Dwaragadisha. Und sie dienen ihm so dort in Dwarak. Tamal Krishna Maharaj. Worin besteht der Unterschied zwischen jemandem, der verehrt und nach Goloka geht, und jemandem, der Krishna verehrt und nach Dwarak geht? Srila Gurudeva. Diejenigen, die ohne heilige Begierde verehren, gehen nach Goloka. Burijandas. Nur einer hat heilige Begierde, aber beide verehren in Vaidhi Bhakti? Tamal Krishna Maharaj. Gibt es Loba in Dwaraka? Srila Gurudeva. Diese Bhaktas haben heilige Begierde, doch sie verehren in Vaidhi Bhakti. In diesem Fall manifestiert sich Radhika als Satyabhama, Chandravali als Rukmini und ihre Gefährten als die anderen Königinnen von Dwaraka. Krishna ist dort in seiner gleichen Gestalt wie in Vrindavan, aber er ist ein Yadava. Und als nächstes sind da diejenigen, die heilige Begierde für Vraj Bhav haben und Radha Krishna durch Raganuga Bhakti unter der Anleitung eines Rasik Vaishnava verehren. Sie werden Vraj Bhav erlangen. Ist das klar? Tamal Krishna Maharaj. Das ist sehr wichtig. Srila Gurudeva. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Ohne diese Wahrheiten zu kennen, können wir keine richtige Vorstellung von Vraj bekommen und vielleicht irregeführt werden. Wenn man die Svarupa, ewige Wesens eigene spirituelle Form, einer Dienerin von Srimati Radhika hat, wird diese Svarupa sich nur manifestieren, wenn man sich unter der Führung eines Rasika Vaishnavas befindet. Tamal Krishna Maharaj. Das gibt uns die Überzeugung, dass wir uns um das eine bemühen müssen, welches du uns unterrichtest. Raganuga Bhakti. Srila Gurudeva. Ja, Raganuga Bhakti,
Doch werdet ihr mir, eine Dakshina, eine Spende dafür geben müssen. Giriraj Maharaj, ich werde alles geben. Srila Gurudev, ich bin sehr gierig. Ich möchte Dakshina. Giriraj Maharaj, sag mir, was ich geben kann. Srila Gurudeva, muss ich dir das sagen? Giriraj Maharaj, mein Herz. Srila Gurudeva, ja, dies sind so wertvolle Themen und wir dürfen uns gewiss glücklich schätzen, dass wir sie besprechen. Hunderttausende von Geburten könnten in der Praxis von Bhakti vorbeiziehen, ohne dass man die Chance bekommt, solche Themen zu besprechen. Es ist nur der Gnade von Guru und Gauranga zu verdanken, dass wir das dürfen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur führt noch einen weiteren wichtigen Punkt an, indem er sagt, dass wir Sri Sri Radha Krishna nicht ohne ihre Lilas verehren sollten. Versteht ihr? Wenn wir Hare Krishna chanten, ohne uns an ihre göttlichen Spiele zu erinnern, können wir dadurch nur wenig erreichen. Srila Rupa Goswami hat aus diesem Grund gesagt, dass wir das Chanten von Krishnas Namen und das Erinnern an seine Lilas miteinander verbinden müssen. Dann wird sich Rasa einstellen, der süße Geschmack einer Beziehung mit Radha und Krishna. Wenn zum Beispiel Zucker und Wasser getrennt bleiben und sich in einem Getränk nicht vermischen, wird es keinen Rasa geben, keinen nektargleichen Geschmack eines guten Getränkes. Erst wenn beides sich vermischen, dann wird es Rasa. An welche von den göttlichen Spielen werden wir uns erinnern wollen? Wenn wir ein heiliges Verlangen für diese Beziehung haben, werden wir uns an Krishnas Spiele mit den Gopis erinnern. Es ist wahr, dass Krishna immer mit seiner Freudenkraft, seiner Ladini Shakti zusammen ist. Und es ist ebenso wahr, dass Radhika die Personifizierung seiner Ladini Shakti ist, die auch als Swarup Shakti bekannt ist, seine vollständige innere Kraft. Dennoch sollten wir uns an Radha und Krishna nicht ohne ihre göttlichen Spiele erinnern. Wenn wir sie ohne ihre Lilas erinnern, wird die Ladini Shakti nicht auf uns wirken. Wenn wir zum Tempel gehen, sehen wir, wie Radha und Krishna einfach auf dem Altar stehen. Wenn wir darüber meditieren, wenn wir Hare Krishna chanten, werden wir den Darshan von Satyabhama und Rukmini oder Lakshmi bekommen. Also ist es nicht sicher, dass wir Vraj Bhav erlangen, wenn wir Radha und Krishna einfach nur so verehren, wie sie im Tempel erscheinen. Wir sollten uns an die Spiele von Radha und Krishna erinnern, wie ihnen von den Manjaris gedient wird, die unter der Führung von Sri Rupa Manjari und Sri Rati Manjari sind, und wir sollten über unseren Gurudeva als einer der Manjaris meditieren. Wir sollten die Lilas so erinnern, wie sie von unseren Goswamis und im Srimad Bhagavatam beschrieben wurden. Während wir die Arati von Sri Sri Radha Krishna ausführen, sollten wir uns wieder an ihre Spiele erinnern. Welche Spiele? Erinnert euch am Morgen an ihre Morgenspiele und am Mittag an ihre Mittagsspiele. Denkt daran, dass wir in unserer Svarupa eine von ihren Gefährtinnen sind und um diesen Einlass beten. Meditiert über Gurudeva als eine von ihnen. Auf diese Weise wird unser Bhajan Raganuga Bhajan sein. Ansonsten ist es einfach nur die Ausübung von Vaidhi Bhakti. Burijandas. Haben die Gopis oder die Manjaris Arati dargebracht? Machen Sie Arati zu Radha und Krishna, Srila Gurudeva. Ja, aber du solltest wissen, was für eine Art von Arati sie machen. Sie haben eine Pradipa, Shripad Madhav Maharaj, eine Lampe, Burijandas,
Gilampe mit Butterfett. Shrila Gurudeva. Aber in diesem Zusammenhang ist das Ghee die Prema in ihren Herzen. Die Pradipa ist ihr Herz und die Baumwolle Burichandas, Docht. Shrila Gurudeva. Die Baumwolle ist ihre Bhav, die Stimmung ihres Seva. Welche Art von Bhav? Eine besondere Bhav. Jeder Bhakta hat eine besondere Bhav und diese Bhav strahlt aus den Augen heraus. Die Gopis verehren Krishna durch ihre Seitenblicke und Krishna empfängt ihre Verehrung durch seine Augen und nimmt sie in sein Herz auf. Die Gopis machen ihren Arjuna ihre Verehrung auf diese Weise und nicht so, wie wir es tun. Wenn Krishna vom Kühehüten zurückkommt, nimmt Yashodama eine Ghee-Lampe und anderes Zubehör und bringt Krishna Arati dar. Die Gopis stehen an den Häusereingängen, damit sie nicht gesehen werden können, wie sie Arjuna durch ihren verstohlenen, liebeserfüllten Blicke darbringen. Krishna ist so versunken in diesen Arjuna der Gopis, dass er die Arati, seine Mutter, nicht wahrnimmt. Der Arjuna der Gopis ist der beste Arjuna und die beste Arati. Wir sollten durch unsere Arati ihre Arati sehen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur empfiehlt uns, sehr vorsichtig zu sein. Manche Personen sagen, dass Radhika Swakya Krishnas Ehefrau wäre und nicht Parakya, seine Geliebte sei. Sie behaupten, Parakya ist nur zu der Zeit gegenwärtig, wenn Krishnas Lila hier auf Erden in der materiellen Welt stattfinden. Prakat Lila. Nicht in seinen Spielen, wie sie sich in Goloka Vrindavan manifestieren. Aprakat Lila. Und es scheint so, dass einer unserer Acharyas dies auch so geschrieben hat. Siehe Anhang 2. Tamal Krishna Maharaj, Jiva Goswami, Srila Gurudev. Srila Jiva Goswami und die Nachfolge von Srila Jiva Goswami. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass in keinen von den Rasik Vaishnava Acharyas verfassten Büchern, wie von Narada, Vyasa, Sukha, Shankara und dem Vater von Vyasadeva, Parasara, erwähnt wird, dass Radha und Krishna Swakya seien. Dies steht auch nicht in irgendeinem Purana. Ob Radha und Krishnas Spiele nun im Prakat Lila manifestiert sind, ihre Spiele in dieser materiellen Welt, oder in Aprakat Lila, ihre unmanifestierten Spiele in Goloka Vrindavan. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Radhika Parakya Bhav hat, die Stimmung einer Geliebten in unverheirateter romantischer Liebe. Wenn zudem von einem der echten Acharyas, wie Srila Jiva Goswami gesagt wird, dass Radhika Swakya ist, dann bedeutet Swakya in diesem Zusammenhang einfach, dass sie zu Krishna gehört, da sie die Verkörperung seiner Ladini Shakti oder Freudenenergie ist. Was jedoch ihre persönliche Stimmung betrifft, so ist sie immer vertieft in die Stimmung von Parakya. So denken wir an Radhika und verehren sie in Parakya Bhav, dienen ihr auf diese Weise und meditieren über diesen Vers. Nikunjayono Ratikele Siddhai Yayadivir Yuktir Apekshaniya Tatratidakshat Ativalavasya Vande Guru Sri Charanaravindam Sri Guru Vastakam 6. Der spirituelle Meister ist uns so lieb, denn er versteht es meisterhaft, den Gopis zu assistieren, die jederzeit verschiedenste liebliche Vorkehrungen treffen, damit die romantischen Liebesspiele des göttlichen Paares in den Hainen von Vrindavan in ihrer Vollkommenheit stattfinden können.
Ich bringe den Lotusfüßen eines solchen spirituellen Meisters meine demütigen Ehrerbietungen dar. Srimati Radhika und die Gopis müssen ihre Ehemänner, Schwiegereltern, Brüder und alle anderen Verwandten überlisten, um sich mit Krishna treffen zu können. Wenn wir eine heilige Begierde für diesen Seva haben, werden wir über die 16 Arten von Diensten erfahren wollen, die die Gopis in Parakya Bhav ausüben. Die 16 Dienste der Gopis sind: erstens die Prema und die Eigenschaften des Geliebten und der Geliebten zu verherrlichen. Zweitens Anhaftung zwischen Geliebter und Geliebten zu kreieren. Drittens ihre Rendezvous zu arrangieren. Viertens ihre Sakhi zu Krishna zu bringen. Fünftens zu scherzen. Sechstens zu trösten. Siebtens den Geliebten und die Geliebte zu kleiden und zu schmücken. Achtens die innersten Gefühle von dem Geliebten und der Geliebten vor anderen gekonnt zu verbergen. Neuntens die Fehler der Geliebten zu vertuschen. Zehntens, ihre Ehemänner und andere zu überlisten. Elftens, gute Anweisungen zu geben. Zwölftens, Arrangierungen zu treffen, damit der Geliebte und die Geliebte sich zur verabredeten Zeit treffen können. Dreizehntens, Luft zu fächern und andere Dienste. Vierzehntens, den Geliebten und die Geliebte zu unterweisen und ihre Fehler zu verbessern. 15. Die Botschaften zwischen dem Geliebten und der Geliebten auszutauschen. 16. Alles zum Schutz des Lebens der Geliebten zu tun. Ujjwala Nilamani 8.88 bis 91 zitiert in Bhajana Rasaya Kapitel 8 Text 19. Wenn wir nicht wie diese Gopis werden, können wir Srimati Radhika nicht dienen. Tamal Krishna Maharaj. Darf ich eine Frage stellen? Ich habe gehört, dass Jiva Goswami manchmal über Swakya sprach, weil einige seiner Schüler nicht qualifiziert waren, Parakya zu verstehen. Srila Gurudeva. Das ist ganz gewiss so. Und auf diese Weise können wir seine Aussagen ausgleichend betrachten. Persönlich akzeptierte er Parakya Bhav und erklärte qualifizierten Devotis, dass Radhikas Beziehung zu Krishna Parakya ist. Doch jene, die die göttliche Reinheit ihrer Beziehung anzweifelten, wies er an, strikt dem Verständnis von Svakya zu folgen. Tamal Krishna Maharaj. Ich habe noch eine Frage. In Radha Krishnas Lila sehen wir manchmal, dass sie verheiratet sind. Srila Gurudeva. Wir sollten solche Heiraten immer als Parakya betrachten und nicht als Svakya. Zum Beispiel kann es eine Hochzeit geben, wenn die Gopis mit Krishna scherzen möchten. Einmal saßen Krishna und die Gopis scherzend zusammen, und Lalita schlich sich heimlich hinter Krishna und Srimati Radhika. Sie nahm die Enden ihrer Tamal Krishna Maharaj, ihres Sari und seines Dhoti, Srimati Radhikas Schleier und Krishnas Chadar, Srila Gurudeva, und band sie zusammen. Vishakha begann Mantras zu zitieren, und die anderen Gopis fingen an, Hochzeitslieder zu singen. Die Gopis sagten zu Krishna: Jetzt machst du dies und nun jenes und befolge die Rituale genau. Alle, die dabei waren, wurden sehr glücklich. Das ist ein scherzendes Lila in Parakya Bhav, eine Scheinhochzeit. Und Brahma spielte einmal den Priester bei einer so gespielten Hochzeitszeremonie. Burichandas in Bandiravana. Srila Gurudeva.
Solche Spielhochzeiten dienen zwei Zwecken. Der innere Zweck ist das Beflügeln des Parakia Bhav. Und der äußere Zweck existiert darin, den kritischen Mund von unqualifizierten Personen zu schließen. Denn all jene, die den Parakia-Rasa kritisieren und denken, dass die romantische, nicht eheliche Liebe von Radha und Krishna unmoralisch wäre, kann aufgrund dieser Spielhochzeiten nun gesagt werden: Oh ja, da haben sie geheiratet. Tamal Krishna Maharaj. Ihnen kann nun gesagt werden, dass dies doch legitim sei. Srila Gurudeva. Auf diese Weise ist beiden Zwecken gedient. Tamal Krishna Maharaj. In dieser Welt sehen wir manchmal, wie Kinder Hochzeit spielen. War es etwas in dieser Art? Srila Gurudeva. Einfach nur aus der Freude heraus. Nun erklärt Srila Chakravarti Thakur noch etwas anderes. Und das ist wahrscheinlich das letzte seiner Themen. Tamal Krishna Maharaj. Es sind aber doch noch so viele Seiten im Buch. Was kommt als nächstes? Srila Gurudeva. Das erzähle ich gerade. Nehmen wir einmal an, ein Raganuga Bhakti Sadaka hat die Stufen von Shraddha, Vertrauen, Nishtha, Unverrückbarkeit, Ruchi, Geschmack, Ashakti, Anhaftung und Bhav, die Ebene spiritueller Emotionen, kurz vor der reinen Gottesliebe oder Prema durchschritten. Nach Bhav gibt es hier in der materiellen Welt nichts mehr zu tun. Sadhana Bhakti ist an diesem Punkt vervollkommnet, denn die ersten Strahlen der Prema sind erschienen. Und weil der physische Körper diese Energie von Prema nicht zu ertragen vermag, was geschieht dann? Geht der Devote dann direkt nach Goloka Vrindavan? Was wird er zu dieser Zeit tun und wo wird er leben? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur zitiert einige Personen, die berichten, dass der Devote direkt nach Goloka Vrindavan geht, aber er sagt, dass dies keine Tatsache ist. Er zitiert Sri Ujjvala Nilamani, in dem steht, dass die Devotis nach dieser Stufe nach Vrindavan gehen, doch dass es nicht klar ist, ob sich dies auf Prakat Vraj, wie es sich in Krishnas Spielen in dieser Welt manifestiert, oder auf Aprakat Vraj, Goloka Vrindavan, bezieht. Wenn man denkt, dass sie direkt nach Goloka Vrindavan gehen, wird dies Verwirrung bringen. Denn nur nachdem die Ebenen von Prema, Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhav, welches von dem Bhav, das vor dem Erscheinen von Prema kommt, zu unterscheiden ist, und Mahabhav durchschritten sind, kann man von Radha und Krishna in Vraj begegnen. Ohne Mahabhav kann ihnen niemand begegnen. Das ist die Qualifikation der Gopis, die ihnen begegnen und Radha dienen. Wenn der Devoti unter diesen Umständen direkt nach Aprakat Goloka Vrindavan gehen könnte, muss man sich fragen, woher er dann die Ebenen von Sneha bis Mahabhav empfangen hat. Wenn er nicht durch diese Stufen hindurchgegangen ist, kann er nicht direkt dorthin gehen. Versteht ihr das? Im Körper eines Sadaka, eines praktizierenden Devoti in dieser Welt, kann nicht einmal Stai Bhav kommen, geschweige denn Sneha, Mana, Pranaya und Mahabhav. Purichandas. Stai Bhav? Wann kann sie nicht kommen? Srila Gurudeva. Dies kann nicht in diesem physischen Körper erscheinen. Dieser Körper vermag Prema nicht auszuhalten. Er kann es nur bis zur Stufe von Bhav tolerieren. Und daher kann die Stai Bhav in diesem Körper nicht erscheinen. Stai Bhav erscheint auf der Ebene von Prema, wenn alle Bhavs, Ashraya, Alambana, Udipana,
Yabbi-Jabbi und so fort zusammenkommen. Siehe Anhang 3. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt uns, dass im Sri Ujjvala Nilamani nicht erwähnt wird, ob der Devoti auf der letzten Stufe von Bhav in das Aprakat Vraj oder Prakat Vraj eintritt. Aber unsere Acharyas haben dieses Thema weiter recherchiert. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt uns, dass jemand behaupten mag, da der Devoti doch Geburt im Mutterleib einer Gopi nehmen wird, dieser direkt nach Aprakat Vrindavan gehen müsste. Er sagt jedoch auch, dass es Aprakat Vraj keinen Ort für Sadhana ist, so dass es nicht möglich sein kann, dass der Devoti dort direkt hingeht. Es gibt dort im Aprakat Lila keine Möglichkeit für eine Ausbildung unter der Anleitung der Nitya Siddha, ewig vollkommenen Gefährten von Radha und Krishna. Denn es ist Siddha Bhumi, der Ort der Vollkommenheit. Nur nachdem man im Mutterleib einer Gopi in Prakat Vraj geboren wurde und dort ausgebildet wurde, kann man ins Aprakat Vrindavan gehen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass durch den Wunsch von Krishna und Srimati Radhika Yoga Maya den Sadhaka, der sich auf der fortgeschrittenen Stufe von Bhav Bhakti befindet, in das Prakat Lila bringt. Das Prakat Lila ist zu allen Zeiten in irgendeinem Universum gegenwärtig. Durch den Wunsch von Krishna und Srimati Radhika wird diese glückliche Seele in genau dieses Universum gebracht, in dem ihre göttlichen Spiele gerade stattfinden. Dort schenkt Yoga Maya ihr die Geburt im Schoße einer Gopi. Dadurch hat der junge Gopi von Kindheit an die Gemeinschaft der Nitya Siddha Gopis, der ewig vollkommenen Gopis. Manchmal sieht sie Krishna und hat die Sehnsucht, ihn zu treffen. Diese Stufe nennt sich Purva Rag. Die junge Gopi geht nun durch die vielen Stufen von Prema zu Mahabhav. Selbst wenn sie verheiratet wurde und die Gemeinschaft mit ihrem Ehemann hatte, hat sie Prema für Krishna. Wenn sie ein Kind hat, wird Yoga Maya ihre Gemeinschaft mit Krishna und den Gopis nicht sofort arrangieren. In diesem Fall wird sie weinen. Ihr Herz wird in Trennungsgefühlen von Krishna brennen, und diese Gefühle werden alle Hindernisse, ihn zu treffen, überwinden. Sie erkennt dadurch, dies ist nicht mein Kind und das ist nicht mein Ehemann. Aufgrund dieser Einsicht kann sie nun Krishna treffen. Die Gopis, welche die Gemeinschaft der Nitya Siddha Gopis haben, entwickeln ihre Gottesliebe bis zu Mahabhav und treffen Krishna. Wenn dann Krishnas Prakat Lila zu einem Ende gelangt und all seine Gefährten des Prakat Lila ins Aprakat Lila gehen, werden diese Gopis mit ihnen gehen, um ihnen dort für immer zu dienen. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt: O Maha Anuragi Vaishnava, O Raganuga Vaishnava, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst, führt eure Praktiken des Raganuga Bhajan weiter aus. Nachdem ihr euren Körper verlassen habt, werdet ihr in ein Universum gehen, wo Krishna gerade seine göttlichen Spiele offenbart. Er wird euch zu sich hinziehen, er wird dort auf euch warten. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur lehrt uns so zu beten: O Gokulanandan, du versinkst immer im Ozean der Liebe, der Gopis. Du bist ein Schwan, der schwimmt. Wo schwimmt er? Tamal Krishna Maharaj. Im Ozean der Spiele Krishnas, Purichandas. Im See, Srila Gurudeva. Im See der Gopi Prema. Krishna, du bist der Schwan im See der Gopi Prema.
Du bist derjenige, der die Gopi Prema kostet. Und obwohl du Sarvagya, allwissend bist, bist du auch Mukta, verwirrt in der Prema. Du bist Mukta und doch bist du zur gleichen Zeit durch deine Achintya Shakti, deine unbegreifliche Kraft, auch Sarvagya. Bitte erhöre meine Gebete. Sei bitte nicht Mukta, denn wenn du Mukta bist, bist du nicht fähig, mich zu hören. Ich bete, dass du beides sein wirst, Mukta und auch Sarvagya. Auf diese Weise wirst du mein Herz und meine Gebete kennen. Lila Vilasine Bhakti Manjari Lulu Palini. Mokta Sarvakye Nidaye Gokulananda Te Namaha. Raghavartma Chandrika, zweiter Strahl. O Gokulananda, o Genießer romantischer göttlicher Spiele, du bist wie eine Honigbiene, die immer von den hübschen duftenden Manjaris der Bhakti angezogen ist und welche die aufgehenden Blüten der Hingabe kostet, wo immer sie in den Devotis zu finden sind und besonders in Srimati Radhika. Ich bringe dir meine Ehrerbietungen dar. Dadami Buddhi Yogam Tam. Wisst ihr, was dieser Satz bedeutet? Giriraj Maharaj. Ich gebe ihnen die Intelligenz, durch die sie zu mir kommen können. Srila Gurudeva. Ja. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur lehrt uns durch sein eigenes Beispiel, wie man betet. Er schreibt: Ich bete, dass du mir die Intelligenz gibst, wie ich Viraj Prema für euch beide, dich und Radhika, erhalte. Wenn du mein Gebet nicht beantwortest, dann werde ich verkünden, dass du dein Versprechen nicht einhältst. Also solltest du dein Wort wahrmachen. O Vrajendranandana, deine Lotusfüße erfahren immer die größte Freude, von den Brüsten der Gopis geschmückt zu sein. Wie nur kann ich diese hohe Stufe des Dienstes zu dir erlangen? Bitte schenke mir das Verständnis im Buddhi-Yoga, transzendentalen Wissen, durch welches ich dies erlangen darf. Srila Chakravarti Thakur beendet nun sein Buch. Er sagt uns: Diejenigen, die behaupten, dass Raghunuga Bhakti sich jenseits aller shastrischen Unterweisungen befinde, und diejenigen, die sagen, dass jemand, der alle shastrischen Unterweisungen hinter sich gelassen hat, in Raghunuga Bhakti Einlass finde, haben beide Unrecht. Solche Personen haben nichts verstanden. Er sagt ebenfalls, dass ohne das Befolgen der Schriften, wie dem Srimad Bhagavatam und der Schriften von Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, Srila Narada und alle anderen verwandten verfassten Schriften, jemand nur Probleme für sich selbst schafft. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vithim Vina Aikantiki Hariar Bhaktir Uta Patayava Kalpate Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101. Hingebungsvoller Dienst für den Herrn, welcher die Regulation der autorisierten vedischen Literatur wie den Upanishaden, den Puranas und des Narada Pancharatra überschreiten, verursacht einfach nur unnötige Störungen in der Gesellschaft. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat diesen Vers zitiert: Wir folgen nicht solchen Personen, welche die shastrischen Unterweisungen ablehnen. Es ist schon sehr schwer für Halbgötter, Raghunuga Bhakti zu erlangen, ganz zu schweige für gewöhnliche Personen. Er sagt: Ich habe das Raghavartma Chandrika, den Mondstrahl, der den Pfad des Raga erhellt, für all diejenigen geschrieben, die sehr qualifiziert sind und die Gnade von Guru und Gauranga bekommen haben.
um diesen Weg zu finden und den Pfad der Raganuga Bhakti weiter zu beschreiten. Er sagt uns: Ich habe etwas Licht gegeben, und wenn andere durch dieses Licht Hilfe finden und weiterkommen, werde ich meine Bemühungen als erfolgreich betrachten. Heute haben wir die Lehren vom Raghavardhana-Chandrika abgeschlossen. Tamal Krishna Maharaj, darf ich eine Frage stellen? Srila Gurudeva. Ja. Tamal Krishna Maharaj, du hast uns gesagt, dass jemand in Gopi Bhav den Gopi-Namen, das Alter, die Eltern, den Geburtsort und so viele ähnliche Dinge darüber wissen sollte. Auf welcher Stufe in Bhakti kommen diese Verwirklichungen? In den Entwicklungsstufen kommt Bhav, dann Prema, Sneha und so weiter. Auf welcher Ebene kommen diese Verwirklichungen nun? Srila Gurudeva. Solange wir Geduld darin haben, es zu erhalten, wissen wir, dass unsere Qualifikation, es zu erhalten, noch nicht da ist. Diese Verwirklichung kommt, wenn alle Geduld hinfortgespült wurde. Wenn wir so total ungeduldig sind, dass wir uns nicht mehr darum kümmern, ob wir qualifiziert sind oder nicht. Tamal Krishna Maharaj. Du erwähntest, dass dieser materielle Körper die Kraft der Prema nicht ertragen kann und man also zur Erstgeburt in Krishnas Prakat-Lila nehmen müsse, dort, wo seine Spiele gerade in einem materiellen Universum manifestiert sind. Wenn jemand vor dieser Verwirklichung bereits darüber meditiert, dass mein Alter als Gopi ist, mein Name ist, Srila Gurudeva. Es benötigt dafür reine heilige Begierde. Wenn diese reine Sehnsucht kommt, werden Gott und Guru alles arrangieren, damit es offenbart wird. Durch ihre Vorkehrungen werden wir irgendwie die nötigen Verwirklichungen bekommen. Zu dieser Zeit werden wir überzeugt sein, dass wir nicht am Leben bleiben können, ohne all diese Dinge zu wissen. Reine Begierde muss zuerst da sein. Zu diesem Zeitpunkt werden wir nicht mehr betrachten, ob wir qualifiziert sind oder auf welcher Stufe wir uns befinden. Krishna wird alles arrangieren, aber wir sollten kein Kalpana praktizieren. Tamal Krishna Maharaj. Einbildung? Srila Gurudeva. Keine Einbildung. Das ist die Besonderheit unseres Gaudiya Vaishnavatums. Wir sollten fortfahren zu praktizieren und zu versuchen, alles zu lernen, was erforderlich ist, um in Raganuga Bhakti einzutreten. Wir sind uns gewiss, dass Srimati Radhika alles für uns arrangieren wird, wenn sie alle Arrangierungen für Gopakumar und den Govardhan Brahmana getroffen hat. Warum sollte sie es nicht auch für uns tun? Sie wird es ganz gewiss tun. Sie hat einen ihrer Gefährten zu euch geschickt, um euch bis zu der jetzigen Stufe zu führen. Warum würde sie uns nicht weiterführen? Die Gnade, die wir bisher schon in euer Leben eingedrungen ist, wird sicherlich weiterwirken. Wenn ihr heilige Begierde und eine sehr starke Sehnsucht habt, wird sie einfach alles für euren Fortschritt arrangieren. Wenn gerade niemand persönlich anwesend sein und weiterhelfen kann, wird Sri Krishna euch durch den Chaitya Guru, die Überseele im Herzen, inspirieren. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur mit einem starken Wunsch darum beten. Das ist innerhalb unseres Einflussbereiches. Und was auch immer der Herr dann tun möchte, wird er tun. Auf unserer jetzigen Ebene können wir diesen Wunsch hegen. Wir sind nicht qualifiziert, mehr als dies zu tun. Das nächste Mal besprechen wir einige Verse des Vilab Kusumanjali. Das wird sehr hilfreich sein, um in Raganuga Bhakti einzutreten.